Hallo Lauren oder Loreen? Ich weiß es nicht ganz genau. Auf jeden Fall vielen Dank für deine Aufgaben hier zur quadratischen Ergänzung mit Parameter. Das heißt, wir sollen so eine Funktion f von x gleich x minus kx Quadrat als Beispiel in die Scheitelpunktsform bringen. Vielleicht sollen wir sogar den Scheitelpunkt ablesen dann hinterher oder angeben oder einen Antwortsatz mit. Egal. Jedenfalls ist das Technische, was wir hier machen müssen, ist die quadratische Ergänzung dafür. Gut. Als erstes mal steht jetzt hier x und dann x Quadrat. Das heißt, das könnte man ganz gut mal sortieren. Dann steht da nämlich f von x ist gleich minus kx Quadrat plus x. So, jetzt geht mit Parametern eigentlich immer genau das Gleiche, was auch mit Zahlen ginge. Das heißt, wenn hier eine minus 2 stehen würde, würde man jetzt die minus 2 ausklammern. Denn für die quadratische Ergänzung brauchen wir hinterher ein x Quadrat, das vorne nur eine Zahl stehen hat. Deswegen ist auch hier genau das Gleiche. Wir klammern minus k aus. Das ist allerdings dann wahrscheinlich genau der Knackpunkt, dass man weiß, okay, bei x Quadrat ist mir das Ganze noch klar. Wenn ich aus plus 1 minus 2 ausklammern sollte, dann wäre das auch noch gängig. Dann würde ich nämlich die 1 durch die minus 2 teilen und hätte dann minus 1 halb x. In diesem Fall klammern wir minus k aus und aus plus 1 minus k auszuklammern ist das Gleiche wie plus 1 durch minus k zu rechnen, denn wir haben das k mal ja schon vor die Klammer geschrieben. Plus 1 durch minus k ist das gleiche wie minus 1 durch k. Ne? Deswegen können wir hier schreiben minus 1 durch k mal x. Klammer zu. Und jetzt geht schon das Schema der quadratischen Ergänzung los. Denn jetzt haben wir das, was wir wollen. X Quadrat steht in der Klammer ganz zuvörderst und hat eine 1 vorne als Koeffizienten. Dann kommt die Nebenrechnung. Die Nebenrechnung war immer das, vor dem x zu nehmen und durch 2 zu teilen. Das heißt minus 1 durch k geteilt durch 2, was ja das gleiche ist wie minus 1 durch k mal 1 halb und dementsprechend ist das gleiche wie minus 1 durch 2k. Denn hier rechnen wir Zähler mal Zähler durch Nenner mal Nenner. Das heißt, das ist schon mal der erste Teil der Nebenrechnung. Der zweite Teil der Nebenrechnung ist, dieses hier merken wir uns also, machen wir einen Strich drunter, ist dann minus 1 durch 2k, das was wir ausgerechnet haben, das quadrieren wir. Quadrieren heißt im Zähler quadrieren und im Nenner quadrieren. Und wir können natürlich, das Minus wird natürlich mitquadriert. Eigentlich können wir uns auch merken, minus 1 durch 2k mal minus 1 durch 2k. Naja, das Minus fällt weg und dann können wir auch wieder Zähler mal Zähler durch Nenner mal Nenner machen. Dann haben wir 1 durch 4k. 2 mal 2 ist 4 und k mal k ist k Quadrat. Wichtig, wichtig, wichtig. So, jetzt geht es um die quadratische Ergänzung hier. Was machen wir normalerweise mit den beiden unterstrichenen Teilergebnissen dieser Nebenrechnung? Naja, wir schreiben jetzt hin, ist gleich minus k mal, das bleibt ja bestehen, das ist schon mal das, was wir abgehakt hatten. Dann wollen wir hier jetzt was quadratisch ergänzen, sodass wir gleich mit einer binomischen Formel hervorgehen. Also steht hier x Quadrat minus 1 durch k mal x. Und jetzt kommt die quadratische Ergänzung, das ist dieses hier. Also das zweite Teilergebnis ist dann schon mal hier zu verwenden. Und zwar schreiben wir dann hin plus 1 durch 4k Quadrat und dann natürlich auch nochmal minus 1 durch 4k Quadrat. Und müssen wir noch was hinschreiben? In anderen Aufgaben, von denen kommen ja auch gleich noch zwei, da kommt dahinter noch was, da schreibe ich dann allerdings auch ein bisschen weiter von links. Hier ist es ja so, hier steht da hinten nichts mehr. Wenn hier hinten noch was gestanden hätte, hätten wir das jetzt auch nochmal dahingeschrieben. Also, Klammer zu. Hier an der Stelle haben wir natürlich das, was ich vorhin gesagt habe mit der binomischen Formel. Denn hier steht x Quadrat minus 1 durch kx plus 1 durch 4k Quadrat. Wenn wir so eine Formel hier, so eine binomische Formel erkennen wollten, müsste ich jetzt was anderes erklären. Hierbei ist es ja so, dass ich die Wurzel aus x Quadrat ziehe, das Minus hier benutze und den 1 durch 4k Quadrat Term, davon würde ich auch nochmal die Wurzel ziehen. Die steht allerdings schon hier, aber ohne das Minus. Das heißt, jetzt nehme ich das zweite Ergebnis hier und packe das hier hin, 1 durch 2k. Man kann sich auch merken, man nimmt die Wurzel hier draus und nimmt dann das erste Ergebnis hier von der Nebenrechnung. Macht Klammern drum, schreibt ein Quadrat dahin. Schreibt dann in dieser
großen Klammer hier weiter mit dem minus 1 durch 4k Quadrat. Macht dann darum nochmal die Klammern und dann schreibt man minus k davor. Ja? So richtig hier den Weg beschritten. Jetzt, ne, das ist nämlich wichtig, dass wir dieses minus 1 durch 4k Quadrat immer noch in der Klammer haben, die mit minus k multipliziert wird, denn hier wurde das auch noch mit minus k mal genommen. Jetzt multiplizieren wir das zurück aus. Ja, ist also gleich minus k mal diese Klammer x minus 1 durch 2k in Klammern zum Quadrat. Und dann rechnen wir minus k mal minus 1 durch 4k Quadrat und kriegen dabei raus plus 1 durch 4k. Als Nebenrechnung kann man auch hinschreiben minus k mal minus 1 durch 4k Quadrat. Minus mal minus ergibt plus. K sind der k-Einkel, Zähler mal Zähler durch Nenner mal Nenner, minus k mal minus 1 kann man auch rechnen, ist k. Und 1 mal 4k Quadrat ist 4k Quadrat, k durch 4k Quadrat ist 1 durch 4k. So, das ist unsere, wie heißt es, quadratische Ergänzung, unsere Scheitelpunktsform. Jetzt können wir den Scheitelpunkt ablesen. Es ist bei 1 durch 2k und 1 durch 4k. Jetzt will man das vielleicht auch nochmal überprüfen, das Ergebnis. Dann kann man natürlich für k eine 2 einsetzen zum Beispiel und ja, für k gleich 2 einsetzen. Das will ich hier auch als Probe nochmal kurz zeigen, wie das jetzt vonstatten geht und um mal zu gucken, ob wir wirklich richtig gerechnet haben. Wir sagen also, wir haben f, hier heißt es ja eigentlich fk von x, ne? Deswegen heißt es jetzt f2 von x, f2 von x, nicht von 2, f2 von x, ist gleich, und jetzt nehme ich gleich diesen Teil, minus 2x² plus x steht da ja. Gut, davon die quadratische Ergänzung brauchen wir nicht unbedingt zu machen, denn jetzt zeige ich einen Trick, den man aber wirklich auch nur für sich selber benutzen darf, weil die quadratische Ergänzung ja doch etwas ist, wo man noch keine Ableitung kennt, aber die Ableitung will ich mal ganz kurz erklären, nämlich f'2 von x kann man sich merken, ist die Ableitung, das braucht man später sowieso nochmal und dieses hier ist wirklich nur der Trick, wie man die berechnet für solche Art Funktionen. Man nimmt die minus 2, die hier vorsteht als Koeffizient und multipliziert sie mit der 2. Minus 2 mal 2 ist minus 4. Das x schreibt man wieder hin, jetzt zieht man von der 2 einen ab, 2 minus 1 ist 1. Gut, 1, x hoch 1 brauchen wir nicht hinzuschreiben und x fallen weg. Naja, das ist natürlich jetzt eine Frage, wie wenn du damit jetzt nicht klarkommst, schalte einfach ab. Wenn du sagst, okay, den Trick will ich mir zu Ende angucken und vielleicht stelle ich dann nochmal eine Frage und kriege nochmal einen Videolink, dann gucke ich mir das weiter an, mach das. Minus 4x plus 1. So, jetzt setzen wir diese Funktion 0. 0 ist gleich minus 4x plus 1, das können wir. Dann rechnen wir minus 1 ist minus 1 gleich minus 4x. Dann teilen wir das Ganze durch minus 4. Dann steht da 1 Viertel gleich x. Jetzt müssen wir natürlich hier gucken, dass das unser Scheitelpunkt, die x-Koordinate vom Scheitelpunkt ist. Das ist der Trick, dass wir das wissen. Ja, das erkläre ich nicht, sondern das können wir einfach so wissen, wenn wir diesen Weg hier gehen. Dann haben wir 1 durch 4. Das stimmt. Jetzt müssen wir das 1 Viertel ja nur noch hier oben einsetzen, um das zu probieren. Dann steht da minus 2 mal 1 Viertel in Klammern zum Quadrat plus 1 Viertel. 1 Viertel in Klammern zum Quadrat ist ein Sechzehntel. Minus 2 mal 1 Sechzehntel ist minus 1 Achtel plus 1 Viertel ist gleich 1 Achtel. Plus 1 Achtel. Kann man auch mit dem Taschenrechner nachrechnen. Jetzt setzen wir hier in diese Y-Koordinate nochmal die 2 ein für das k. Dann steht da 1 durch 4 mal 2, 1 durch 8. Und dann, wenn hier das tatsächlich dabei rauskommt, was hier rauskommt, wenn wir die 2 einsetzen, dann haben wir gewonnen. Wenn das mit dem Trick noch nicht so ganz überzeugend war, dann will ich auch gleich nochmal ein Video dazu drehen und dann gebe ich dir auch den Link dazu, beziehungsweise poste das Video einfach darunter.